Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Folge, die ich vorausproduziere. Ich habe nämlich langsam keinen Bock mehr, muss ich mal so ganz klar sagen. Ich habe jetzt heute keine Ahnung, wie viele Folgen vorproduziert. Ich habe auch noch ein anderes Let's Play schon mal aufgenommen. Wir machen uns auf jeden Fall mit Mutantis. Komm, Spanish Moss haben wir jetzt. Roven Zapping auch. Lilypad. Spur Zapping. Och man, das ist doch jetzt Verarsche. Komm, dann nehmen wir uns das wenigstens mit. Mann, ich will doch nur die anderen beiden setzen. Mann, ja. Ja, dafür muss jetzt hier dieser Roven, wie wird glauben. Ah, ich hab Chef gedrückt. Okay. Ich warte eigentlich nur auf eine einzige Aktion hier. Vielleicht weiß ja sogar jemand, was ich meine. Komm, da Glacier können wir das auch mal dazu tun. Wie sieht das hier aus? Ah, hier ist sogar einiges schon gewachsen. Ist der fertig? Ich glaube, der ist fertig. Der war nicht fertig. Aber die sieht mir fertig aus. Ja, Wolfsbane. Okay. Eine Belladonna Flower. Kein Seed, gell? Ernst? Okay, und ich. Boah. Ich wusste es. Das Glück war mir diesmal nicht hold. Ich könnte eigentlich gerade so einen schlechten Spruch bringen. Das Glück war halt nur dem Alexander Hold. Oh Mann. Ich habe versucht, das nicht so rauszuhauen. Ja, dafür können wir irgendwie, glaube ich, einen Daumen runter oder drei Daumen runter gleichzeitig knüppeln. Heute ist man wieder echt teilweise takt halten. Der Flachwitze. Ja gut, das sieht schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier einen Urwald. Boah, und weiß, was wir jetzt auch mal machen. Tun jetzt mal hier die Setzlinge rein und die Seeds. Können das auch mal schon mal da rein tun. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier so ein bisschen Oakwood. Und dann machen wir hier mal so ein alles Potion. Ne, warte. Warte. Furniture. Potion Shelf, das wollte ich machen. Das geht so, okay. Habe ich irgendwie nicht. Ich habe nicht zufälligerweise eine Flasche dabei. Na, schade. Aber das tut einfach so gut, hier einfach frei rumlaufen zu können, ohne dass irgendwas passiert. Ah, ein Schluck Wasser gegönnt. Ach stimmt ja, das ist ja keine. Mach ich jetzt gleich auch mal draus. Mach mal so eine Oak Potion Shelf. Klatschen mal die mal hier hin. So. Verbrennen wir mal hier die Roven Saplings und hoffen auf ein Riff of Magic. Ich will die ganze Zeit Hint of Rebirth sagen, ich weiß auch nicht wieso. Ich meine, das ist auch ein Elixier, aber na. Okay, nochmal Mutantis machen. So und so. Dup, dup, dup. Oh, Special Zauber Trick. Ich glaube, einige werden sich jetzt schon wieder in den Kopf packen und denken, wieso schaue ich diesen Volltrottel überhaupt zu? Ah, komm.
Zeppelin kann man mitnehmen. Akazia. Den nehme ich mir mit. Den Mushroom. Dandelion. Ah. Was kann man nicht aus Akazien kriegen? Ja, okay, hat er sich nichts ausgedacht. Oh, Rovenberries. Kann man aus dem Verleide was machen? Nö. Dann fährt die Vermutung. Ah, ich lösche jetzt aber mal hier so ein bisschen was aus. So ganz dunkel mag ich das dann auch nicht. Muss ich irgendwann nochmal schöner ausleuchten. So, auf jeden Fall. Was können wir jetzt machen? Wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir bei Witchery uns mal um den... Okay. Auch nicht schlecht. Achso, hier sind die... Na, natürlich. Sollten wir uns mal um die erste wichtigste Sache kümmern, und das ist der Altar. So, der Altar wird gemacht aus Exhale of the Horned One, Wrath of the Goddess, das ist ein Birch Sapling. Wenn ich mal so rüberschaue, sollte das kein Problem sein. Eher Breath of the Goddess könnte es ein Problem werden. Aber daran sind wir ja gerade am Arbeiten. Oh, das sieht schon wieder besser aus. Knacken wir mal hier wieder einen hin. Und haben wir noch. Ja, Bodenmühle haben wir noch. Dann machen wir den hier auch nochmal groß und fällen den direkt. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich doch dieses Mal zufrieden mit dieser Steinausrüstung. Okay, komm, die zieht sich, schmeiß ich mal raus. Ach, da war ja was. Ich glaube, ich höre schon gerade so im Hinterkopf den Trifolo hören. Du Vollidiot, wieso schmeißt du das weg? Du brauchst das noch, blablabla, ich zeig dich an. Wenn ich dich ziehe, hau ich auf die Fräse. Es gibt verschiedene... Ink? Horns? Ich will es gar nicht erst wissen. Ach, verdammt. Ich brauche einen Hand of Rebirth. Hand of Rebirth brauche ich auch, aber ich meinte, das hat andere Gesucks. Hier. Breath of the Goddess. Nee. Gott. Nee, nicht Gott. Hier, Breath. Exhale of the Horned One, Gott, heute habe ich es aber auch richtig. Schauen wir gerade, was ist das hier? Statue of the... Oh, kann man nicht... Okay. Schauen wir gerade mal so ein paar Sachen hier an. Ich habe mit Witchery echt lang nichts mehr gemacht. Aber es sind auch ein paar neue Sachen dazugekommen, das sehe ich. Warte mal, mir fällt gerade mal so was ein. Man kann nämlich hier noch den erweitern mit dem Fume Funnel. Ich würde, dass man da mehr rausbekommt, so war das, glaube ich. Ich glaube, das können wir mal machen. Ich glaube, da können wir es so gerade noch gönnen. Ah, jetzt sehe ich schon, wir haben noch hier die Eisengitter. Doof. Irgendwie kommst du so vor, als würde ich das jetzt zum x-ten Mal schon hören. Okay, 4 Stück plus das. Was macht der? Ah, da brauchen wir schon Tür und Stone, okay. Das lege ich dann schon mal so weit dahin. 1, 2, 3, 4. Bloß dann haben wir so gut wie gar nichts mehr.
Da gehst du jetzt mal gerade durch hier das rein, das Eis wieder. Holen wir neue Lava. Lava, Lava, de Lava. Haben einen Firmenviertel. Den können wir jetzt, glaube ich, auf den Witches Oven setzen. Und dann haben wir da, glaube ich, eine erhöhte Chance, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf Elixiere, also diese Essenzen, nenne ich es jetzt mal. Das ist kein Setzling. Ich will es aber nicht die ganze Zeit so den Tag verbringen, hier Bäume abzuholzen, das mache ich doch sonst schon jeden Tag. Ah, hat jetzt hier. Oh, jetzt kommen auch schon Setzlinge rein. Okay. Nehme ich gerne an. Fällen wir nochmal hier ein Roven Tree. Komm, fällen wir mal alle Roven Trees, damit wir Setzlinge bekommen. Einmal alles durch. Ah, der ist auch schon gewachsen. Ja, keine Sorge, du bist auch schon gefällt. Ich bin auch blind. Jetzt habe ich schon wieder so eine Phase, wo ich nichts am Reden bin. Also mir fällt das schon noch auf, dass ich teilweise nichts am Reden bin. Das müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Aber ich bin ehrlich, ich sehe mich da teilweise wirklich noch so als ein... Na... Ja, kann es jetzt so nicht sagen. Also Noobie-Let's Player bin ich auf jeden Fall vom Erfolg her auf jeden Fall Noobie, sage ich jetzt mal. Aber ich würde dann doch schon behaupten, dass ich schon ein bisschen mehr Ahnung habe als so ein 12-jähriges Kiddy, das dann irgendwo unter Gronkh-Videos schreibt: Ey, du spielst auch Minecraft, komm doch auch mal auf meinen Kanal vorbeischauen, würde mich freuen. Ja, also jetzt im Ernst, das ist unter der Let's Play, würde ich ganz ehrlich sagen, der letzte Abschaum. Wenn ich irgendwann so tief sinke, dann lösche ich instant meinen Kanal. Das schwöre ich bei Gott. Dabei bin ich Atheist. Ah, ich will schon wieder das Scarlet. Weißt du was? Jetzt ist das Scarlet fertig. Weil ich eben nicht aufgekommen bin. So, Woven Sapling fallen jetzt hier runter bis zum Geh nicht mehr. So muss das sein. 31 Stück haben wir. Wieso war das klar, dass es diese Zahl ist? Ich bezweifle, dass einer meiner Kumpels hier reinschaut. Und zwar ist das bei uns und ein paar Kumpels so. Die 31 ist so ein gewisser Fluch bei uns. Und zwar fing einer mal damit an, dass er ein Gefühl hatte, dass ihn die Zahl 31 verfolgt. Weil die ist wirklich oft gekommen. Und dann dachte, Alter, du bist doch voll. Ja, was passiert? In den nächsten Tagen kam es bei uns anderen teilweise auch so vor, dass... also wir haben dann mal darauf geachtet, wie oft diese 31 vorkam. Und teilweise kam es uns wirklich so vor. Da haben wir gedacht, okay, vielleicht hat er doch nicht so der an der Waffel. Also wir wissen, dass er einen an der Waffel hat. So ist es nicht.
Ja, ich glaube, jetzt denkt ihr, ich habe eine Waffe. Okay, nicht mehr als sonst, aber ihr wisst, wie ich das meine. Dann schauen wir mal, ob der Fume Funnel es jetzt auch bringt. Nope. Oh ja, rohes Fleisch. Und dann haben wir noch. Nope. Da, 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 da. Ja, das ist heute, glaube ich, nicht so die spannendste Folge. Ja, der bringt jetzt echt nicht. Aber vielleicht jetzt, vielleicht auch nicht. Oh. Sail of the Hornwand können wir auch schon mal dazu stellen. Wie viel passt eigentlich? Ja, da passt was rein. Ah, vielleicht bringt er ja doch noch was. Ja, ist angenommen. So, die wird echt tun wir jetzt mal dazu. Die Broken Babies kann man auch mal dazu packen. Und ich nehme jetzt mal hier so ein Stack Birch Saplings. Denn wir brauchen ja noch hier das andere den anderen Fusel. So, währenddessen bereite ich schon mal ein paar Stormbricks vor. Das sollte eigentlich schon reichen. Stormbricks vorbereitet. Ah, ich hoffe ja ganz ehrlich, dass ich mal... Alter, jetzt ist das hier noch so langsam. Okay, das schafft mir schon. Keine Sorge, Dosch. In der Zwischenzeit mache ich mal den Altar soweit fertig. Nein, nicht den Kettle. Hier den. Und zwar ist das hier ein Tierstonebricks. Woven Wood. Exhaled of the Horned One, the Water Bottle and Breath of the Goddess. Und ich fliege mal ganz schnell zurück. Ja, das Spidey Moss ist auch schon schön am Wachsen. Ah, wo sind die Wasserflaschen weg? So, wir haben alles. Gut. Und zwar hier eine Water Bottle. Breath of the Goddess und Exhaled of the Horned One. Und wir haben drei Altarblöcke. Den Altar stellen wir einmal hier auf. Ja. Und der Altar ist nicht fertig. Denn wir brauchen nochmal drei. Ich glaube, die ersten haben sich schon gedacht, ja, Fehler, Fehler. Also so ein bisschen kenne ich mich schon noch aus mit Witchery. Nur nicht so ganz weit. So ein paar Sachen habe ich schon noch gemacht. Also ich habe auch schon so eine Erstinfusion gemacht, aber auf jeden Fall ist jetzt der Altar fertig und wir haben eine Arkane Energie von 1275. Was ein Furz ist. Kann man nur so sagen, es ist ein Furz. So, wie können wir das jetzt Ganze pushen? Ganz einfach, wir brauchen uns einen Wald. Je mehr Bäume nämlich hier sind, desto besser wird hier die Energie werden. Also wir hatten gerade 1275, jetzt haben wir 1548. Ihr seht, es ist nicht ohne. Also wir müssen hier wirklich einen Urwald pflanzen, damit wir produktiv werden bei Witchery. So, aber da das ja noch was dauern kann, ich lasse jetzt hier bis morgen mal die Spruce Saplings drin. Das füllt sich auch schon langsam. Ich glaube, weil er langsam nicht mehr nachpflanzen kann. Und dann mache ich morgen nochmal Oak Saplings rein und dann sollte es das schon gewesen sein. Bis zum Abend, dann hätten wir von denen genug. Oh, lohnt sich das noch was zu machen? Ich schaue mal gerade. Wir könnten nochmal schauen, dass wir eine. Nein. Auch nicht. Wo haben wir's? Wohin? Hier. Wir könnten noch einen Artana machen. Das Artana hat nämlich einen ganz besonderen Effekt auf den Altar. Haben wir auch noch genug Emeralds dafür? Ja, komm, das ist recht easy.
Also das kann man sich da halt einmal gönnen. Und zwar brauchen wir einen Stick, einen Emerald, zwei Gold Nuggets und einen Goldbarren und wir haben ein Artana. Ich stech dich ab. So, das Artana, was... Ich glaube, die Natur hasst uns. Das würde mich jetzt ganz ehrlich, wie so oder so gewachsen ist. Naja, keine Ahnung. Gut, das Artana. Wenn wir jetzt mal hier reinschauen, 1548 von 1548 Energie mal 1. Das Artana legen wir drauf mit... Hä? Geht das nicht? Das ging doch mal. Das werde ich mal gerade nachschauen. Oh, das Hochladen ist auch fertig. Witchery Artana. Geh mal hier auf die Seite. Das ist. Ja, das ist die vom Mod-Entwickler. Repair with a Gold Ingot. Ist das nicht mehr so? Doch, das müsste eigentlich klappen. Doch, da. Das Artana können wir hier drauflegen. Geht es nur noch da? Okay. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, ist nicht so wirklich viel passiert. Ist es wohl. Der Radius von dem Altar wurde jetzt verdoppelt. Und naja, das Problem ist einfach nur, halt, dass hier noch so wenig Bäume sind. Da ist noch einer gewachsen, aber naja. Ich schätze mal, wir werden auch dafür mal hier die ganzen Rubber Trees entfernen müssen, weil ich glaube, die zählen nicht offiziell als Bäume für Witchery dazu. Aber das schaffen wir ja schon, Urwelt hinzukriegen. Wird sich Mutter ja richtig freuen. Aber ich würde sagen, das war es dann für diese Folge. Es gibt den Quiff. Okay, also so ein Köcher. Brew of Endless Water. Alter, hier scheint jede Menge neue Scheiße. Auf jeden Fall, das war es dann für diese Folge. Und auch für mich mit dem Vorproduzieren. Denn ich bin langsam echt geschlaucht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, also ich in die Kommentarski. Hey, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich gehe mal davon aus, dass es sein könnte, dass es morgen keine Folge gibt. Oh Gott, und jetzt in der WhatsApp-Gruppe hat Trivolo schon wieder angefangen rum zu spammen. Und der Glado auch, juhu. Okay, auf jeden Fall, morgen könnte es sein, dass es keine Folge gibt. Hängt davon ab, wie wach ich am nächsten und fit ich schon am nächsten Tag habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich Lust drauf haben werde. Ich würde sagen, das war's dann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch dann mit Erlebnissen von Barcelona. Ich freue mich eigentlich schon drauf. Auf jeden Fall jetzt aber bis dahin. Tschüss!